Da ist eine Treppe. Geht also definitiv da weiter. Oh, das ist ganz schön anhänglich. So. Oh. Ich bring dich um, während du hochkletterst. Weil ich so ein toller Paladin-Held bin. So. Also die Entmannung muss warten. Ja, kein Schlüssel erhalten, okay. So. Rüber. Hoch, hoch, hoch. So. Ganz viele Fledermäuse. Froschli. Schlange, können wir die treffen? Fledermäuse abschießen, nee, nicht so wirklich. Durch weg. Ja, geht doch. So, so. Dich können wir auch treffen und ihr kriegt doch Giftschaden. Ihr seid komisch. Wir können die Raupen nur treffen, wenn der Bubble gerade oben ist. Wie geil. Okay. Dö, dö, dö. Au. Oh. Okay, ganz ruhig, Gerubon. Darauf, darauf. Warten, bis er weg ist. Hops. So. Licht an. Wand testen. Töten. Looten. Oh. Die Leiter nicht verfehlen. Essenz, Essenz, Licht. Kein Geheim. Ah, doch ein Geheimwort. Vitas Tandis. Was bist denn du? Du bist ein Dolch. Also nicht zu gebrauchen. Max Gesundheit plus 16, zusätzliche Heilung plus 16%. Ah. Wie gesagt, wir benutzen keine Dolche. Noch was? Ich hätte gerne ein Schwert oder eine Keule, die golden ist. Oh. Stimmt eigentlich. Wir könnten vielleicht von der anderen Seite an das Feuer rankommen. Ah ne, es ist in so einem extra Bereich, der nicht auf der Karte eingezeichnet ist. Ah. Müssen wir mal gucken. Du kommst mit. Pike kommt mit. Wand ist ganz normal, okay. Warum sind so viele Schlangen? So. Okay. Damit hätten wir alles an Licht. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Schlüssel der Hallen. Also hier ist das Entmannungsquest-Dingens, da ist das Feuerquest-Dingens. Was sind lila Verbindungspunkte? Achso, wo man nur von oben runterkommt. Wo geht's eigentlich da lang? Was darf hiermit gar nichts zu tun haben? Eigentlich müssen wir von hier aus auch weiterkommen. Also müssen wir jetzt echt in die Kanalisation. Das mit den Egeln machen und dann hoffen, dass wir hier irgendwas bekommen. Oder es gab bei dem Endboss doch irgendwo einen Schlüssel und ich habe ihn bloß nicht aufgehoben. Gucken wir mal kurz hin. Da müsste ja eigentlich nur ein Raum weiter rechts gewesen sein. Oder zwei. So. Nee, hier war die Entmahnungsgeschichte. Da war das Kind mit den Fallen. So, hier war er. Hier liegt aber nirgendwo ein Schlüssel. Nee. Hier ist nichts. Aber oben geht es anscheinend nach rechts weiter.
Da war aber auch ein Haken. Gucken wir uns trotzdem nochmal an. Hops, hops, hops. Ist ja alles hier frei geschlachtet. Jedenfalls für eine kurze Weile. Flupp. Flupp. Oh, warte mal. Wenn wir hier... Also das kleine Ding irritiert mich gerade. Vielleicht werden wir von hier aus runterhopsen. Landen wir irgendwo, wo wir vorher nicht hätten rankommen können? Das teste ich gleich mal aus. Oh, das ganze Licht ist hier noch nicht an. Zack. Das gucken wir natürlich schnellstmöglichst nach. Die ganzen roten Essenzen brauchen wir nicht wirklich, weil wir gar nicht so viel mit Feuerball arbeiten, aber hey. Sammeltrieb und so, ne? Zack. Du auch noch an. Ha. Wieso zur Hölle kommen wir jetzt weiter? Zera. Was, wenn ich im Bad ausgerutscht wäre, mein Schädel gebrochen hätte und nun im Koma liegen würde? Aber natürlich, verdammt, das muss es sein. Ich bin im Krankenhaus, liege im Koma und mein Bewusstsein kämpft ums Überleben. Dann ist die Burg ein Test. Wenn ich Hanakon besiege, dann wird was auch immer mich blockiert verschwinden und ich wache auf. Ist Hanakon vielleicht so ein, wie heißt das? Wo die Wörter verdreht werden? Ja, genau sowas. Ein Anachronismus? Nein, egal. Und ich wache auf. Den großen Meister besiegen? Haha, wie witzig du bist. Ach ja? Und was lässt dich denken, dass ich Hanakon nicht besiegen kann? Hanakon ist omnipotent, unsterblich. Er ist überlegen. Er hat Hunderte erschlagen. Ja. Und ich bin mir sicher, wäre er hier, würde er mich mit Feuerbällen aus seinen Augen töten. Zeige ein wenig Respekt. Wie kannst du es wagen, so vom großen Meister zu sprechen? Hör zu. Wie kommt es, dass wenn ich dich etwas frage, wir immer anfangen herumzuargumentieren? Das ist eine gute Frage. Und die Leiter war vorher nicht da. Bin ich mir ganz sicher. 100 Pro. Hoffentlich keine Leiter mehr klettern, diese komischen Skorpion-Dinger. Okay, schießen wir dich erstmal ab. Zack, 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 tot. Aber die Skorpione sind mir viel wichtiger. Das sind Ameisen da unten oder Kakerlaken? Hallo, das war knapp. Kaputt. Oh, 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 oh. Oh. Hey, wir wurden nicht vergiftet. Sehr schön. Du schon. So, alles kaputt. Kaputt. Und anzünden. So gesehen sind wir ein ganz schön kranker Typ. Wir zünden alles an und machen alles kaputt. Oh naja, solange es uns weiterbringt, ist es gut. Und Unterwäsche, die einfach auf dem Boden liegt. Ah, kommt wahrscheinlich bei meinen Augen. Und Doppelaxt. Wir benutzen immer noch keine Ängste. Und hier scheint wieder eine Quest zu sein. Jo, wir mussten schon so viel überspringen. Ich will jetzt nicht noch was überspringen. Hey Opa, was tust du alleine hier, so weit von deinen Leuten entfernt? Ich zu alt. Jeder lacht über mich. Die Jüngeren haben keinen Respekt. Tut mir leid, ich wollte dich nicht kränken. Du scheinst ein gutes Kind. Ich verrate Geheimnis. Ich kenne geheime Formel für die Rückkehr zur Jugend und Stärke zurückzuerlangen. Wenn ich wieder jung bin, werde ich stark wie ein Gigant sein und Rache an denen nehmen, die mich beleidigen. Ha. Ein Elixier der Jugend? Und eines, das die Stärke eines Giganten gibt? Das ist fantastisch. Warum hast du es noch nicht gemacht? Weil irgendeine Zutat fehlt, die wir besorgen müssen. Unten ist eine Höhle, in der ein Wächter ein Drachenei bewacht. Ich bin zu alt zum Stehlen. Ein
Ei von einem Drachen. Und was bekomme ich als Gegenleistung? Hilfst du dem Alten, wird der alte magischen Ring der Stärke von Kol Zarek dir geben. Der Ring verleiht Stärke im Kampf. Wichtig ist, das Ei nicht zerbrechen. Bring mir ganzes Ei. Du verstehst? Nicht Ei zerbrechen. Okay, ich hab's verstanden. Ich bringe dir das Ei in einem Stück. Ich werde vorsichtig sein. Das heißt, wenn ich jetzt einmal runterfalle oder so, ist es weg. Oh, Blitze. Oh, was zur Hölle? Der Pilz hat sich bewegt. Der da auch. Das ist sehr verwirrend. Pfeil und Bogen, wo ist mein... Genau. So. Oh. Und wir sollten vielleicht mal die Fröschli wieder wegschicken, ne? Und dafür lieber Topfpflanze. Da hinten ist ein Ei in einem Käfig. Okay. Oh, du hast eine ganz schöne Reichweite mit deinem Speer. Gut, dass du uns genau auf 50 gesprungen bist. So. Jetzt kommen keine mehr von den Pilzen. Oh oh, das sind ganz schön viele. Oh. Und Top-Pflanze ist tot. Und wir hier sind gleich tot. Low Forest. Okay. Ich denke mal, es ist Zeit für einen kleinen Teleport nach Hause. Karte nicht verfügbar. Ja, trotzdem. So. Abspeichern. Und wir sollten demnächst mal wieder neue von diesen heiligen Kügelchen kaufen. Und allgemein ein wenig aussortieren, was unser Inventar angeht. Also ja, nächste Folge wahrscheinlich erstmal zum Händler und dann wieder zurück dahin. Wobei ich daran denken muss, auf die Pilze aufzupassen. Denn bestimmt, sobald wir das Drachenei haben und wir wieder zurücklaufen müssen, spawnen irgendwo Pilze. Oder Pilze, die uns vorher nicht angegriffen haben, greifen uns dann an. Und dann fällt das Ei runter oder so eine Scherze. Also ja, wird bestimmt noch interessant. Also bis gleich.